Herzlich willkommen zurück bei The Hunted, der Dämonenschmiede. Und ich habe noch was anderes gefunden jetzt gerade. Ein Geheimgang. Ja, herzlich willkommen. Muss ich jetzt auch noch nachreichen, weil der Rumpel, der war ein Ticken zu schnell. Wieso denn? Zu schnell. Komm mal hier nach, weil hier sind nämlich geile Sachen. Oh, ich hab dein Herzlich Willkommen nicht drauf. Wie komme ich denn hier drauf? Ach so. Du warst zu langsam. Ich würde dir mal das Schild geben, was ich hier gerade aufgesammelt habe. Wie bist du denn da hingekommen, verdammte... Ja, geil, ne? Ich bin einfach ein Fuchs, bin ich. Verdammte Sünde. Oh, das finde ich gut. Ich glaube, das etabliere ich in meinen Wortschatz. Wie bist du denn da hingekommen, verdammte Sünde? Eine Gefangene befreit. Ich brauchte nur ein paar Eier. Ich war auf dem Weg zum Markt, aber da waren überall Vargar. Diese Wesen kommen nie an die Oberfläche. Das macht keinen Sinn. Die haben mich gepackt, mich hier unten eingesperrt. Ich dachte, ich werde sterben. Und weswegen? Ich brauchte nur ein paar Eier. Ja, was denn? Die brauchte nur ein paar Eier. Jetzt sei doch noch nicht so. Was ist denn los mit dir? Also, er sagt die Eimer Eier, weißt du, und ich krieg einen Lachanfall. Wie peinlich bin ich denn? Ja, so Alter, das gibt's doch nicht, ey. Oh Mann, oh Mann. Aber wenigstens hatten wir Spaß. Das stimmt eigentlich. Guck mal, du kannst auch hier so rüber. Ach so, ja, ist klar. Ja, pass auf, jetzt lauf mal weiter. Weil da ist nämlich ein geiler Schild noch für dich. Ah, das ist aber nett von dir. Ja, die gehen ja kaputt, die Dinger, ne? Die Schilde? Ja, nach einiger Zeit, die haben so eine Haltbarkeit. Aber hier, guck dir das mal an, was da liegt an Schild. Das hält ein bisschen länger. Vielen Dank. Hör dir mal die Frau an, die Eier brauchte. Oh, das war ja abhauen, das ist unheimlich. Das ist ja unheimlich hier. Lieber wieder zurück zu den Wagen und den Skeletten. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir nicht vergessen, auch mal links und rechts zu gucken bei dem Spiel. Oh, das tun wir aber doch. Ich wäre jetzt beinahe hier dran vorbeigelaufen, muss ich ehrlich gestehen. Ja, hier an diesem Schild und da war noch eine Schatztruhe und alles drin. Oh, da bin ich dran vorbeigelaufen. Man ist aber vielleicht auch ein bisschen irritiert. Ja, weil man immer denkt, das ist linear, dabei ist es nicht linear, aber dann in dem Moment, wo man denkt, es ist nicht linear, ist es linear. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Wir sollten uns dem Bürgermeister nähern. Ja? Das hier war wohl mal eine bessere Nachbarschaft. Woher willst du das wissen? Das sieht man an der Kleidung der Leichen. Hä? Hey. Hm. Wo sieht denn hier eine Leiche? Ich sehe auch keine Leichen. Und das hier ist da eher so Kloake. Der Bürgermeister war doch der Vater von der Tussi, ne? Von der Satansanbeterin? Ja, von der Neidwischtante. Ach, die Neidwischtante, ja. Hier ist ein Trank, wenn du magst. Achso, ich hab noch einen leider. Oder. Aber warte mal. Ich höre irgendwas. Ja, ich hab einen Trank genommen. Echt? So klingt das, wenn du Trank trinkst? Offenbar. Das klingt eher nach Darmwinden als eher irgendwas anderes. Darmwinden. Darmwinden. Analwinde kenne ich auch. Ah, letztens habe ich so einen guten Paddock, Spruch gesehen. Warte auf der Brücke sind noch mehr Gefangene. Seit wann machen Vargar Gefangene? Die sind doch nur an Beute und am Töten interessiert. Und am Auffressen ihrer Opfer, vergiss das nicht. Nein, sowas vergisst man nie. Ich frage mich, ob das hier auf irgendeinem Fantasy-Roman oder irgendwas basiert, das ganze Ding. Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin ja sonst nicht so der Fantasy-Mensch, ne? Echt? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Alter, was ist denn da? Hier liegt eine Ampulle. Ich glaube, ich habe aber noch eine. Oh, Alter! Elende, nichtsnutzige Scheißkrieg! Oh, die geht ja total krass. Warte mal. Kuh. Dann sind die zumindest kurz, Ja, aber das ist zu wenig gewesen. Nimm den Schild. Die springen dich immer an und ziehen dir dadurch die Dings ab. Oh, aber dann halt, du profitierst davon ja auch. Weiter so, Ilara. Halt sie uns vom Leib. Das glaube ich ja nicht so klug. Von mir? Nee, von mir. Ich habe nichts mehr an Lebensenergie. Ich bin leicht down. Also halt dich bereit. Scheiße, Leute. Ich nehme noch mehr. Du musst mir Bescheid sagen, ich raff das vielleicht jetzt, nicht. Jetzt. War das? E. Wow, nimm das! Oh. Überall. Puh.
Aber ich nehme mal so ein neues. Oh, warte mal, da kommt noch jemand. Da kommt noch einer raus, direkt vor dir. Ja. Der haut aber nicht auf dich drauf. Nee, der haut auf mich. Der will zu mir gehen, das ist ganz witzig gewesen. Was hat der denn hier noch? Oh, ein Schild, aber nee. Der ist bestimmt nicht so geil wie deine. Nee. Aber ist meine leichte Kientarche, ich nehm die mal mit, weil ich hab mein Schild ist ziemlich kaputt. Ey, geh du mal vor. Ey, genau, Ladies first oder was? Hier ist noch so ein wie nennst du den? Du Ampulle. Hast dich doch gerade geworfen. Eine Ampulle. Ach so, ja, stimmt. Aber ich kann auch keine aufnehmen und du hast auch schon eine. Ach so, der nimmt die auch automatisch, ne? Nee, die nimmt automatisch, doch. Ja? Ja, sonst zeigt er ja ein E an. Nee, die Ampulle hast du jetzt nicht aufgenommen, weil du schon eine hattest am Gürtel. Ach so. Dann habe ich die. Ah ja. Ach ja. Ich habe wieder einen Trank bekommen, das ist gut. Ihr, bitte. Ich brauche Hilfe. Meine Einheit wollte die Brücke mit Sprengladungen versehen, um die Vaga davon abzuhalten, die Leute gefangen zu nehmen. Aber wir wurden angegriffen, bevor wir fertig waren. Bitte sprengt die Brücke. Helft! Na gut, weil er so, ja, so nett bitte gesagt hat. Das war eine fette Stadt, ne? Aber ich würde gerne wissen, wer aussieht. Konzentrier dich auf die positiven Aspekte. Oh. Wir dürfen eine Brücke sprengen. Das war für mich, danke. Mir würde als positiver Aspekt schon reichen, wenn wir das hier überleben würden. Das ist so ein bisschen der Peter Shaw, ne? Wir haben ein neues Ziel. Du bist der Peter Shaw. Ich würde eher sagen, du bist so eine Mischung aus Peter Shaw und Bob Andrews. Und ich bin ein richtig gut aussehender Justus Jonas. Ja. Und fett nur an einer Stelle. Soll ich stell mich mal jetzt hier hin? Oh nee, ich dachte zu weit nach vorne. Die. Oh. Daneben. Weg. Ah ja, die kriegen mich blöderweise. Ja. Wir müssen erst müssen einmal kurz abwarten, bis wir die anderen weggemacht haben. Ich bleib mal hier stehen. Boah, geil. Kopfschüsse sind so cool. Also, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber. Hast du alle zu beinahe gedacht, ne? 9, oh shit. Geh nicht zu weit raus. Ich mach die weg. Ah, wer duckt sich denn hier immer so wie so ein Huhn? So, einmal in den Hals. Das war's. Also, jetzt sind sie weg. Hier sind nochmal Pfeile. Hier ist noch eine Haltbarkeitstatsche oder wie so. Warte mal, jetzt das gute Schild weg. Alter Schild, versuch mal das anzuzünden. Was? Was denn hier? Zünd es mit dem Brandpfeil an. Achso, okay, ich gebe dir offenbar schon Befehle. Ja, wenn du E drückst, dann passiert das. So, Brandpfeil. Ja. Und jetzt den Strohwagen, oder was? Hier habe ich. Oh, hier habe ich nochmal so einen Ausweiter, der ist eigentlich ganz gut. Stoß und mein dagegen, Ding ist alter Mann. Bald runter. Ah, ich kann dir jetzt auch Befehle geben. Schieb das, und zwar mit Schmackes. Versuch das zu bewegen. E? Und Leertaste. Ach, schade, jetzt kann ich dir keine Befehle mehr geben, wenn du schon machst. Ich dachte, ich könnte das auch noch gleichzeitig. Standst irgendwie drauf, ne? Ja. Boah, wie oft muss ich denn das machen? Ich habe einen Krampf im Daumen. Jetzt bewegt sich was. Achso. Oh. Und nun? Ich geh mal beiseite besser. Da brennt was. Ja! Hätte ich beinahe noch gesagt. So, hier, balancieren. E drücken und balancieren. Ich bin dabei. Schwebebalken ist meine Spezialität. Habe ich früher im Elfencamp gemacht. Echt? Cool. Mit 9 Jahren. Muss das immer mal 3 nehmen bei Elfen. Das ist so eine große Fläche, da kommt. 27! Ich habe ihn einen Brandpfeil in die Eier geschossen. Hier, links kommt auch noch einer. Ja. Boah, ich bin so geil. Also, im Bogen schießen. Ja. Ah, der geht immer so hart rein dann. Achso, ich ramm die in den Boden, das stand da ja auch, so genau. Ja, aber im Grunde genommen. Was war denn mit dem los? Oben! Bogenschützen! Ich hab die. Der hat mich richtig. Gerade nicht so gut. Ah, mir auch. Der hat. Arsch rein. Wir müssen hinter die Balustrade hier. Ja, warte, dann geh ich nein, das wollte ich nicht. So. Ich mach jetzt mal mit. Rums! Sehr schön! Geil, oder? Alles drauf! Oh, warte mal, da sind noch welche. Alles auf Band. Hilfe! Oh shit. Nix da.
Oh, man muss echt, wenn die ankommen, muss man am besten wirklich einmal... Einmal blocken, ne? Einmal blocken, echt. Vorsicht, da kommt noch einer. Boah, ich glaube, der hat mir mal eine gezogen. Und nochmal welch. Ey, der Bogen, den ich hab, der ist schon richtig cool, muss ich sagen. Viel besser als bis zum Ende des Spiels. Ding. Ja, genau. Was das denn? Hättest du das nicht sprengen können mit deinen Pfeilen eigentlich? Was denn? Das Ding. Oh ja, doch. Du auch. Oh, ach so, musste man eh machen, ja. Übrigens. Sehr gut. Ja, nimm sehr du gut. Die Pfeile. Gekonnt hingelegt, hör mal. So, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt Neues. Geschwindigkeit Mittelschaden 30. Vergiss it. Ich nehme einen Schaden. Da sind noch Pfeile, wenn du brauchst. Ne, Pfeile brauche ich nicht. Ich glaube, ich bin voller Pfeile. Was ist denn das da? Hier ist noch so ein... Was denn? Ach so, ne, ist nur eine Spitze. Ich dachte, das wäre so ein... so eine Ampulle. Gehst du vor? Oder ja. Was hier unten? Ich gucke hier unten nochmal, warte mal. Ist da noch was? Nein. Dann gehe ich weiter. Festhalten. Ich hab epische Musik übrigens. Oh, ah. Ich glaube, ich mach da mal was. Das hat Spaß gemacht. Ja, das glaube ich dir. Vollkommen verrückt, Elf. Hörst du das? Klingt nach Ballistafeuer. Aber wieso nennst du mich eigentlich Elf? Das wird ja immer besser. Warum eigentlich? Ja. Oh, wie schön das durchgestrichen ist. Ja, Ziel aber erreicht. Warum nennst du mich Elf und nicht Elf? Elf. Das finde ich irgendwie strange. Ich bin ein bisschen sexistisch vielleicht. Nee, ich glaube, also ich weiß nicht, du bist irgendwie so androgyn. Du hast überhaupt keine Interessen. Weder bei Männern noch bei Frauen scheint mir. Ja, aber meine Träume. Was ist jetzt passiert? Ah, dann... ich bin gerade geportet worden. Zwischensequenz vielleicht. Ah, ich wollte gar nicht zaubern. Wie er immer wieder zaubert. Guck mal, so. Da müssen wir lang. Und da! Ach so, ich weiß es. Der Gelbe führt dich zu deinem Mitspieler und der Blaue führt dich deine Mission entlang. Hast du gerafft? Ja, sehe ich. Kann ich hier sehen. Hast du hier gesehen? Hast du auch hier rafft? Ja, das wäre jetzt dir was wichtiger wäre. Oh, hier ist wieder so ein Totenstein. Den können wir uns mal anhören, was der von der Geschichte zu erzählen hat. Ob der auch Eier wollte? Journal wurde aktualisiert. Hätte mich nicht zeigen sollen. Hätte in Deckung bleiben sollen. Diese Vaga-Feuerwerfer und ihre Feuerpfeile. Nur ein Blick, nur um zu sehen, wo sie sind. Hätte mich nicht zeigen sollen. Wir müssen den Oberbürgermeister finden. Ich glaube, hier können wir noch mal so ein bisschen leveln, oder? Ich glaube. Lass mal tun. Lass mal leveln. Ich glaube, ich verstärke erstmal meins, bevor ich mich auf andere Sachen einlasse. Ja, habe ich auch überlegt. Ja, ich mache das dieses Mal. Ja, weiter. Ich habe 7 so Steine. Ja, ich hätte auch 7. Vielleicht sammeln wir die doch gemeinsam. Das ist auch gut. Den hier kaufe ich auch auf jeden Fall. Zack. Und was ist das hier? Ein rüstungsdurchdringender Pfeil, der häufig ein Schild mit einem einzigen Schuss zerstört. Ist ja auch nicht ganz verkehrt, ne? Was macht denn der jetzt hier? Enter bestätigen? Ich kann das überhaupt gar nicht ab... Ah, man muss da... Ach, sorry. Was denn? Nee, ich hab's leider noch nicht gerafft. Oh, ja, die mach ich voll. Ich hab noch welche übrig. So, ich bin durch. Ich hab alles ausgegeben, was ich hatte. Oh, ich kann mir Angriffsgeschwindigkeit und Schaden verpassen. Also ich kann das nochmal hier zeigen. Der Mad-Eye, der hat dieses Menü hier. Das könnte ich auch noch weitermachen, glaube ich. Genau, aber das ist so eher Nahkampfzeug. Deshalb spezialisiere ich mich jetzt momentan eher auf den Bogen. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Ja, das macht Sinn. Und ich kaufe mir noch mehr Urzorn. Sehr gut. Bist du bereit, oder was? Cool. Geilo. Das ist doch super. Dann, guck mal, hier oben, ist das ein Rabe? Soll das ein Rabe sein? Ein Rabe? Ein Rabe steht im Feld. Nein, ein Rabe geht im Feld spazieren. Da fällt der Weizen um. Wer weiß, was das ist? Oh, ich glaube, habe ich es nicht gerade schon gesagt? Weiß ich nicht, nee. Hast du? Hast du eine Ampulle? Ja, ne? Ampulle habe ich alles, glaube ich, am Mann.
Aber wolltest gerade ein Rätsel daraus machen, ne? Nee, ein Rätsel nicht, aber kann man den Film eigentlich irgendwo angucken? Oh, ist das... Ach so, du meinst den Ebronski? Ja, ja, ja. Ach so, da bringst du natürlich jetzt, da kippt jetzt ein ganzes Thema auf. Ja. Ich hatte ja, warte, ich helfe dir erstmal. Ja. Ich hatte ja überlegt, meine ganzen Studiensünden mal auf YouTube hochzuladen. Ja, du doch mal. Also gerade den Ebronski, das wäre doch genau ein Anlass jetzt. Können wir hier schön, was war das, dein Vordiplom, glaube ich, ne? Das war das Vordiplom, genau. Was ist das? Stimmt, das wollte ich machen. Ja, Rumpel. Ist doch super, dann hast du jetzt einen Anlass. Ist super. Hab ich jetzt habe ich einen Anlass. Jetzt muss ich aber auch liefern dann, ne? Ja. Also, da fällt der Weizen um. Das ist das Stichwort. Da fällt der Weizen, da fällt allerdings der Weizen. Hier, oh, wir haben hier Gegner. Wo bist du? Wo bist du denn? Schatz, wo bist du? Ah, da ist einer mit einer Ballista. Kann ich den treffen? Wollen wir für Ausgleich sorgen? Nee. Ich muss da, glaube ich, hin zu der Ballista. Oh, ich liege. Ich brauche ihn. Hilf mir! Sehr geil. Oh, mein Held, siehst du, du bist voll verknallt in mich. So sieht's aus. Ich lauf dahin. Ja, ich habe den Typen gerade abgeschossen mit der von der Ballista. Also die Ballista schießt jetzt nicht mehr. Ah, das ist gut. Ach so, was mache ich denn dann hier? Du musst mal. Ich geh mal an die Ballista. Du musst mir mal. Oh, ich war gerade ein bisschen abgesäbelt. Bin aber wieder da. Mir geht's schlecht. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Da sind doch noch ein paar zu viele Bogenschützen. Obwohl ich echt viele mit einem Schuss wegmache, aber. Oh, scheiße, ey. Ah, daneben. Oh, bei mir dauert das voll lang. Ich brauche mindestens 3 Schüsse. Ich müsste auch mal so. Kann ich meinen Bogen eigentlich auch irgendwie upgraden? Ey, du bist nur der Nahkämpfer. So ist das halt. So, Achtung, ich gehe an die Ball. Ach, da ist er noch einer. Da kommt Verstärkung, Kader. Vorsicht, ich gehe an die Ballista. Du gehst an die Ballista. Das Ding hier kann uns eine Menge Spaß. Komm mal ein bisschen zu mir, lieber. Und den Schmerzen bereiten. Drauf, Kader. Schwerter und Schilde. Oh, ich krieg nicht alle. Nee, ja, ich bin. Hier kommt schon einer. Hüsch, was? Was übrig? Geil. Alter! Da geht aber einiges. Da geht was los. Ich bin Achso, warte mal, ich hab mir. Kämpfer! 2? Aus welcher Entfernung ich damit wohl jemanden. Und bitte! Was für Sprüche? Oh, ich geb dir nochmal eine Hilfestellung hier gerade. Der besten Dank. Alter, wie die zerspritzen in so einem Blutfontäne. Oh, geil, was war das denn gerade? Ah, das ist. Ich hab mir noch einen zweiten Zauberspruch gekauft. Naja, ich bin jetzt noch zorniger als vorher. Ein zorniger Ah, der geht auch runter. Ja, der Totenschädel, den ich mir aufs T-Shirt machen will. Ihr habt uns gerettet. Oh. Du bist ein Elf? Ich wusste nicht, dass es noch welche von deiner Art gibt. Gibt's auch nicht. Nun, wer immer ihr auch sein mögt, ihr seid Helden. So viel weiß ich. Danke, danke. Helden? Wohl kaum. Wir suchen den Oberbürgermeister. Ist er in der Nähe? Der würde nie einen Fuß in diesen Teil der Stadt setzen. Er hat sich ins Rathaus zurückgezogen, hockt dort in seinem Keller, würde ich wetten. Und wie kommen wir zum Rathaus? Die Straße hoch, durch den alten Hof. Aber seid vorsichtig. Ich habe gehört, der Hof hätte einige schwere Gefechte gesehen. Keine Sorge, das haben wir auch. Ich finde das aber ganz gut. Ich möchte ja erstmal die Sachen aufnehmen. Hinten. Ey, Rumpel, du musst mal darauf achten, wie die Brüste wackeln. Ja. Meinst du, das habe ich noch nicht gesehen, oder was? Oh, ist awesome, was hältst Alter. Du eigentlich von mir? Ich fand ja, hast du, was war das, dieses eine von Crisis, Rom? Ja. Wie hieß das noch? Rise, genau. Bei Rise gab es eine so eine Szene, die habe ich mal auf YouTube gesehen. Ich habe selbst nicht gespielt. Aber ich glaube, Sarazar hat das gespielt. Aber Alter, da wackelt die Brüste so unnatürlich. Das sieht so dämlich aus. Das ist der absolute Hammer. Hast du Trank? Ich müsste alles haben, ja. Und auch ein Ampullchen, weil Ampulle habe ich hier auch. Ja, ich habe alles. Warte mal, wo ist denn ein Trank? Also ich kann Trank habe ich jetzt gerade genommen. Ein bisschen Gesundheit könnte ich jetzt auch noch vertragen. Also ist nicht so schlimm. Nee, ich habe Trank ist jetzt keiner mehr da, aber. Ach, hier ist so eine Ampulle, aber die müsste ich eigentlich haben. Ah, nee. Habe ich nicht. Danke sehr. Mal, du hast ja mich gerade, glaube ich, gerade noch gerettet. Ah ja, ich habe ja so großzügig ausgeholt. Voll großzügig ausgeholt und dann
zwei Zentimeter neben dich getroffen. Dann doch fallen lassen. Ah, den versucht. Trank hatte ich auch noch nicht. Sehr gut. Ja, cool. Ja, hör mal, Rumpel, wollen wir Folgenende machen? Das Häuschen? Würde sich super anbieten. Ja, 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 gerne. Nach dieser epischen Schlacht mit der Ballista. Schade, dass wir die nicht mitnehmen können. Das wäre ganz cool. Ja, dabei bin ich doch so ein kräftiges Kerlchen. Ja, das stimmt. Naja. Hast du jetzt gerade gerülpst oder war das ein Warge, der da irgendwo... Gefurzt. Gefurzt, das ist sehr gut. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschö. Tschüss.